Was freuen wir uns heute, dass das drahtlose Mikrofon erfunden wurde. Meine Damen und Herren, jetzt ist es soweit. Wir kommen zu unserem ersten Kandidaten für Athen. Und zwar haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Bevor jeder Act sein Bewerbungslied präsentiert, wollen wir erst mal testen, wie Grand Prix sicher sind die denn drei überhaupt. Ja? Und zwar haben wir sie gebeten, einen großen Klassiker des Grand Prix zu covern. Erst die Pflicht, dann die Kür. Und das wird unser erster Kandidat jetzt tun. Ich glaube, sein Grand Prix-haftester Text war wahrscheinlich Sherry, Sherry Lady. Er war immer Grand Prix-Fan, ob als dauergewähltes Duo-Mitglied von Modern Talking oder als Solostar. Er hat sich das italienische Lied aus dem Jahr 1958 ausgesucht. Hier ist unser Kandidat Nummer 1. Hier kommt Thomas Anders. Singing the joy of a love that I know of for lovers, joy, peace of mind. We can leave the illusions and all disillusions behind. Like a bird on a feather, together forever we're fine. Vola, oh, cantare. Your love is giving me wings. No wonder how happy I sing. My love is giving you wings. Oh, 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 cantare. Oh, oh, oh. Now blue, dip into the blue. Felice di stare lassù. We can sing in the glow of a star that I know of the lovers. Enjoy peace of mind. We can lose the illusion and all disillusion behind. Just like bird on a feather, together forever we'll fly. Thomas Anders mit Nel Blu, Di Pinto di Blu. Danke. Von Domenico Modugno. Danke, herzlichen Dank. Danke. Im Volksmund eben bekannt als Volare. Thomas, du hast ja die Grand Prix-Partys schon moderiert. Du bist ja auch mit Modern Talking schon beim Vorentscheid als Star-Act aufgetreten. Jetzt bist du ja heute Abend mal auf der anderen Seite. Ne? Wie fühlt sich das denn an? Es ist wunderschön, aber furchtbar aufregend. Also ich dachte vor 2 Jahren, als ich moderieren musste, das wäre schon so die Grenze, was man aushalten kann. Aber es macht trotzdem Spaß. Es ist eine super Atmosphäre und eine super Location. Das muss man als eingefleischter Koblenzer auch sagen. Ja. Wunderschön. Und ich sag mal, was für Gustav Gründgens passt, kann ja für den Song Contest auch nicht so falsch sein. Warum glaubst du, dass du heute Abend gewinnst? Ich glaube, ich habe einen tollen Song ausgesucht. Mhm. Mehr will ich gar nicht dazu sagen, das sieht man ja ein bisschen später. Wirst du dich nochmal umziehen? Dezent. Dezent. Dann entlasse ich dich jetzt, konzentriere dich. Gleich geht's ums Eingemachte. Danke, Thomas. Wir sehen uns gleich. Thomas Anders. Danke. Er wird sich nochmal umziehen und das ist wichtig. Das Auto.